Im Januar 2015 sorgen die YouTuber und Ufologen von StreetCap One weltweit für Schlagzeilen. Sie behaupten, die NASA hätte ihren Livestream aus der Internationalen Raumstation genau in dem Moment abgeschaltet, als ein geheimnisvolles, weißes Objekt am Horizont über der Erde auftaucht. In den folgenden Monaten laden immer mehr Ufologen offizielle Videos von UFO-Sichtungen hoch, die ihrer Meinung nach von der NASA zensiert wurden, um außerirdisches Leben zu verheimlichen. Streng geheim heute? Verheimlicht die NASA die Existenz von Außerirdischen? Die schlechte Qualität der Beweisfotos wird von vielen Wissenschaftlern und Ufologen kritisiert. Nigel Watson, Autor eines Handbuchs für Ufologen, gibt zu bedenken, dass die angeblichen UFOs ebenso gut Schmutz auf der Kameralinse oder Sonnenstrahlen sein könnten. Außerdem weist er darauf hin, dass Kamerastreams oft ausfallen, wenn sie auf eine andere Perspektive umschalten oder sich die Kamera zu weit von der Erde entfernt. Auch wenn nicht jeder an Außerirdische glauben mag, behaupten Ufologen, die NASA hätte noch andere Beweise für extraterrestrisches Leben. Auf dem YouTube-Channel Paranormal Crucible wird behauptet, der Mars-Rover Curiosity hätte vor kurzem die Spitze einer Pyramide gefilmt. Die Macher denken, es handle sich um Überreste einer antiken Zivilisation auf dem Mars. Dr. Michael Seller von der Website Exopolitics glaubt, dass die Pyramide nur eine von vielen, teils künstlichen Objekten ist, die auf dem Mars fotografiert wurden und deren Existenz die NASA versucht zu verheimlichen. Vor kurzem erst hat der Curiosity Rover ein Foto von etwas gemacht, das wie eine Frauengestalt aussieht. Handelt es sich etwa um einen Marsmenschen? Viele Forscher sind skeptisch. Der Astronomieprofessor Dr. Jim Bell denkt, es handele sich eher um ein Stück Vulkangestein. Er führt an, dass Vulkangestein vom Mars in ähnlich scharfkantiger Weise bricht wie das Gestein auf der Erde. Bei der Marsfrau könnte es sich somit auch um eine optische Täuschung handeln, basierend auf Pareidolie, dem Phänomen, dem wir schon das Marsgesicht zu verdanken haben. Dabei erkennen unsere Gehirne Gesichter und Objekte dort, wo gar keine sind. Die meisten Behauptungen einer NASA-Alien-Verschwörung stützen sich auf verschwommene Fotos und Verschwörungstheorien aus dem Internet. Doch 2008 enthüllt der pensionierte Astronaut und Mondfahrer Dr. Edgar Mitchell in einem Interview, dass es während seiner Zeit bei der NASA mehrere Besuche von Außerirdischen gegeben hätte, die allesamt vertuscht worden wären. Mitchell behauptet, dass die Aliens über fortgeschrittene Technologien verfügen und kleine Leute seien, die auf Menschen komisch wirken. Allerdings kann Mitchell keine Beweise anführen, die seine Behauptung unterstützen, und die NASA lässt verlautbaren, dass sie in keinerlei Vertuschungsaktion involviert gewesen sei, weder auf diesem Planeten noch anderswo im Universum. Dr. Mitchell hat mittlerweile zugegeben, dass er selbst nie ein UFO gesehen hatte und dass seine Aussagen über eine Vertuschung reine Vermutung waren. Im April 2015 überrascht die wissenschaftliche Leiterin der NASA, Ellen Stofan, mit der Aussage, dass die NASA spätestens 2025 Spuren außerirdischen Lebens entdeckt haben wird. Die NASA-Forscher vermuten Spuren dieser Aliens in den großen Ozeanen des Saturnmondes Enceladus und des Jupitermondes Europa. Manche Forscher glauben sogar, dass Mikroorganismen noch viel näher an der Erde existieren, nämlich auf der Oberfläche des Mars. Zudem zeigen Datensätze des Kepler-Teleskops, dass es in unserer Milchstraße bis zu 40 Milliarden Planeten in der Größe der Erde geben könnte. Auf jedem davon könnte Leben existieren. Doch trotz der Zuversicht, kurz vor der Entdeckung außerirdischen Lebens zu stehen, sagt die NASA, dass die Suche nach Aliens gerade erst begonnen hat. Und wie immer bleibt uns die Wahrheit verborgen. Die von euch, die das merkwürdige Gesicht auf dem Mars noch nicht gesehen haben, sollten sich unbedingt unser Video darüber anschauen. Ja, Kompo, dann sind wir natürlich gespannt, wie lautet eure Prognose? Werden die Wissenschaftler in 10 Jahren, wenn auch kein intelligentes, aber außerirdisches Leben in unserem Sonnensystem entdeckt haben? Schreibt eure Meinung und das Video in die Akten.